Im weltweiten Vergleich lag die Durchschnittsgeschwindigkeit des Internets in Deutschland 2017 nur auf Platz 25. Die Tendenz fällt, 2015 hat Deutschland noch Platz 22 belegt. Das deutsche Durchschnittsinternet ist gerade einmal halb so schnell wie das in Südkorea. 13 EU-Länder plus die Schweiz schneiden besser ab als der Wirtschaftsmotor. 5 dieser Länder sind in den weltweiten Top 10. Schaut man auf durchschnittliche Höchstgeschwindigkeiten, liegt Deutschland weltweit meilenweit abgeschlagen auf Platz 45. 17 der 27 EU-Staaten plus die Schweiz schneiden besser ab. Nur 2,3% aller stationären Breitbandanschlüsse in Deutschland sind Glasfaseranschlüsse. Der OECD-Standard ist 23,3%. Glasfaseranschlüsse sind generell die schnellsten Internetanschlüsse und können die mit Abstand höchsten Geschwindigkeiten erzielen. Kolumbien hat mehr als 4-mal so viele dieser Anschlüsse wie Deutschland. Ungarn hat 9-mal so viele, Südkorea 33-mal so viele. Nur 4 Länder schneiden noch schlechter ab als Deutschland. Unser mobiles 4G-Internet gehört ebenfalls zu den allerschlechtesten Europas. Sowohl hinsichtlich der Durchschnittsgeschwindigkeit als auch hinsichtlich der Verfügbarkeit spielt Deutschland ganz unten mit. Gleichzeitig gehören deutsche Tarife europaweit zu den allerteuersten. Im April 2018 gab es in Deutschland für 30 Euro gerade einmal 15 4G-Gigabytes Datenvolumen. Zwar gibt es mittlerweile Tarife ohne Datenlimit, aber die kosten 3- bis 4-mal so viel wie vergleichbare Tarife in Dänemark oder den Niederlanden. Es gibt unzählige weitere dieser Vergleiche, aber um es kurz zu machen, das Internet in Deutschland ist wahnsinnig schlecht, das mobile Internet ist schlecht und viel zu teuer. Warum ist das so und wie konnte es dazu kommen? Bei Breitbandanschlüssen unterscheidet man grob zwischen 3 verschiedenen Anbindungen. Da wäre zuerst einmal die Anbindung über das Telefonnetz, also über Kupferkabel. Dazu kommt die Möglichkeit, Internet über Kabelanbieter zu beziehen. Hierbei werden die Koaxialkabel, über die man auch Kabelfernsehen empfängt, genutzt. Dazu kommen Internetverbindungen über Glasfaserkabel, in denen die Datenströme nicht über elektrische Impulse, sondern durch Lichtimpulse übertragen werden. Es gibt verschiedene Hybriden dieser 3 grundlegenden Anschlusstypen und innerhalb der Anbindungstypen gibt es natürlich noch weitere Unterscheidungen und Technologien. Es kommt also ein wenig auf die genaue Umsetzung an, man kann trotzdem folgende Analogie anwenden. Kupfer entspricht dem uralten Feldweg, der eigentlich nie für moderne Autos vorgesehen war. Kabelinternet entspricht der Landstraße, die zwar schon älter ist, aber aus der man noch einiges rausholen kann. Und Glasfaser entspricht der Autobahn, die ungeheure Geschwindigkeiten ermöglicht und deren Potenzial quasi unermesslich ist. Klassische Kupferkabel sind insgesamt bedeutend langsamer als die anderen beiden Anbindungstypen. Durch eine Technik namens Vectoring kann man Übertragungsgeschwindigkeiten allerdings erhöhen. Damit erreicht man bis zu 100 Mbit pro Sekunde Download Speed anstatt 16 Mbit pro Sekunde bei ca. 40 Mbit pro Sekunde Upload Speed. Auch beim Kabelinternet ermöglichen bestimmte Spezifikationen immer höhere Datenraten. Unity Media bietet in Teilen Deutschlands ein Paket mit einer Glasfaserkabel-Hybrid-Technik, bei dem Werte von 1000 Mbit pro Sekunde und 50 Mbit pro Sekunde erreicht werden können. Diese Werte sind jedoch nicht vergleichbar mit dem, was mit reiner Glasfaser bis ins Haus möglich ist. In Seoul gibt es bereits Anbindungen mit 2,5 Gigabit pro Sekunde up and down, bis zu 10 Gigabit pro Sekunde folgen später dieses Jahr. Die sogenannte GPON-Technologie ermöglicht theoretisch sogar 52 Gigabit pro Sekunde. Nur mal zum Vergleich, das entspräche dem 2300-fachen der durchschnittlichen Internetgeschwindigkeit in Deutschland. In Experimenten mit Multicore-Glasfaser wurden Geschwindigkeiten von 255 Terabit pro Sekunde erreicht. Schaut man sich die deutsche Breitbandlandschaft an, stellt man fest, dass die erdrückende Mehrheit der rund 33 Millionen Verbindungen veraltete Feldwege sind, aus denen man noch irgendwie etwas rausholen will. Dazu kommen einige Landstraßen und nur 2,3% sind Autobahnen. Deutschland ist ein Internet-Entwicklungsland. Wie konnte es dazu kommen? Schon zu Beginn der 80er hatte die Regierung unter Schmidt konkrete Pläne für den weitläufigen Ausbau eines Glasfasernetzes. Über 30 Jahre hinweg sollte die Bundespost Jahr für Jahr einen Teil der Republik vernetzen. Denn schon Anfang der 80er war abzusehen, dass Glasfaser die Technologie der Zukunft sein würde.
Diese Pläne wurden unter Kohl jedoch auf Eis gelegt und stattdessen wurde in den Ausbau des Kabelfernsehens investiert. Zum größten Teil wurden nicht einmal Leerrohre verlegt, die man später mit Glasfaser hätte füllen können. Während in Südkorea bereits 2005 dank aggressiven Wettbewerbes und staatlicher Anreize der Einstieg in den Glasfasermarkt bis ins Haus angegangen wurde, freute man sich in Deutschland 2005, dass man mit dem coolen DSL jetzt die Bibel in wenigen Sekunden herunterladen kann. Glasfaser und auch Kabelinternet wurden in Deutschland lange Zeit einfach ignoriert. Bis Ende der 2000er gab es in der Folge in Deutschland quasi keine Alternativen zu DSL. Warum niemand bereits damals versuchte, das Internet bedeutend schneller zu machen und das alte Kupfer zu ersetzen, ist schwer zu sagen. Zum einen bestand in der damaligen Gesellschaft in Deutschland wohl noch wenig Nachfrage. Der Fakt, dass eine einzelne Firma, die teilstaatliche Telekom, das gesamte Kupfernetz kontrollierte, könnte ebenso dazu beigetragen haben, dass es keinen großen Wettbewerb gab, in dem Innovationen eventuell erforderlich gewesen wären. Echte DSL Flatrate neu vom Testsieger für nur 9,95 Euro im Monat. Zum anderen wurde aber auch in diesem Zeitraum politisch versagt. Die heutige Internetnation Korea hat schon in den 90ern Pläne geschmiedet, das Land eng zu vernetzen und Bürger an die Nutzung des Internets heranzuführen. Das Potenzial der Technologie und wie wichtig es ist, sie weiten Teilen der Bevölkerung schnell zugänglich zu machen, wurde hier nicht entsprechend erkannt oder es wurde zumindest nicht entsprechend gehandelt. Dann jedoch setzte sich Europa in Bewegung und 2010 wurde die Strategie Europa 2020 verfasst. In Sachen Internet wurden drei Ziele für alle Mitgliedstaaten für den Breitbandausbau festgelegt. Ziel 1: grundlegende Breitbanddienste für die gesamte Bevölkerung bis 2013. Ziel 2: Versorgung mit 30 Mbit pro Sekunde für die gesamte Bevölkerung bis 2020. Ziel 3: Über 50% der Haushalte haben bis 2020 Verträge für Internetanschlüsse mit 100 Mbit pro Sekunde oder höher. Die einzelnen Staaten formulierten auf dieser Basis eigene Pläne zur Erreichung dieser Ziele. In Deutschland stellte man für 1 und 2 anspruchsvollere Ziele vor. Es wurden 50 Mbit pro Sekunde bis 2018 anvisiert. Spoiler, das Ziel wurde nicht erreicht. Als hätte man in der Vergangenheit nicht genug geschlafen, wurde für Ziel 3 nicht einmal ein Ziel formuliert. Man hat also an dieser Stelle ein Ziel einfach mal nicht in die politische Debatte aufgenommen, bei dem sich der Ausbau des Glasfasernetzes mehr denn je angeboten hätte. Stattdessen visierte man eine mittelmäßige Geschwindigkeit für alle an, von der man schon damals wusste, dass sie 2020 ungenügend sein würde. Unter dieser irrationalen Zielsetzung wurde Vectoring gefördert, mit dem man seitens der Telekom mittellangsames Internet über Kupfer möglich macht. Auch die Geschwindigkeit wird dank Vectoring deutlich höher. Hier muss man verstehen, dass es im Prinzip vor allem um die letzte Meile geht. Denn die grundlegende Infrastruktur basiert, bis auf bei ganz alten DSL-Kupferleitungen, auch bei VDSL-Leitungen, die mit Vectoring schneller gemacht werden, bis zum Verteilerkasten auf Glasfaser. Nur auf dem letzten Kilometer kommt Kupfer zum Einsatz, das aber mit mehr Distanz immer schlechter funktioniert und generell viel geringere Datenströme als Glasfaser bis ins Haus ermöglicht. Mit Vectoring kitzelt man über bestimmte Technologien im Verteilerkasten noch alles, was geht, aus diesen Leitungen heraus. Die Ergebnisse sind trotzdem mager. Ein Nebeneffekt ist hier, dass die Telekom volle Kontrolle über die Verteilerkästen braucht. Mist aber auch. In Korea fällt Vectoring 2010 zeitgleich langsam schon aus der Mode und Glasfaser bis ins Haus wird bereits langsam realisiert. Der Fokus auf Vectoring hatte aber vor allem zur Folge, dass die Telekom nicht wirklich groß in Innovationen investieren musste, sondern einfach mit dem bestehenden Netz weiterarbeiten konnte. Die Technologie wurde immer wieder ausdrücklich von der Bundesnetzagentur durchgewunken, bis die EU-Kommission 2015 geplante staatliche Förderung von Vectoring schlussendlich blockieren musste wegen Behinderung des Wettbewerbes. Es ist fast so, als hätte man jahrelang weiter auf Dampfwagen gesetzt, selbst nachdem die halbe Welt schon lange mit Teslas durch die Gegend fährt. Nicht einmal Ziel 2, das mittelmäßige Internet für alle, wurde erreicht. In den letzten 8 Jahren gab es 6 falsche Versprechen in dieser Hinsicht. Seit 2014 gibt es quasi kaum Fortschritte dabei, den Menschen wenigstens 30 bis 50 Mbit pro Sekunde zu ermöglichen. Ende 2017 hatten gerade einmal knapp 80% aller Bürger 50 Mbit pro Sekunde. Kupfer hat also jahrelang den Ausbau der einzigen wirklich zukunftsfähigen Technologie in dieser Hinsicht blockiert, auch weil man es der Telekom viel zu leicht machte. 2016 wurde ein Gigabit-Netz bis 2025 versprochen, die beste digitale Infrastruktur der Welt. Dieses Jahr wurde klar, dass dieses Ziel nicht mehr erreichbar sein wird. Und die Telekom stellt super Vectoring vor. Die deutsche Breitbandinfrastruktur ist der Berliner Flughafen des Internets.
Die Telekom hat viel zu wenig in Glasfaser investiert, weil es ein langwieriger, teurer Prozess ist, Glasfaserkabel bis in jedes einzelne Haus zu verlegen. Gerade auf dem Land lohnen sich solche Investitionen natürlich kaum. Hier hätte der Staat aber Anreize schaffen müssen, damit die Kabel eben doch verlegt werden. Dazu gehört zum Beispiel, von Beginn an nur diese neue Technologie zu fördern und der Telekom mit ihrem Vectoring eine klare Absage zu erteilen. Erst 2016 wurde ein Gesetz erlassen, dass bei jeder Baustelle an Verkehrswegen Glasfaser mitverlegt werden kann. So etwas hätte viel früher passieren müssen. Beim absoluten Vorreiter Estland wurde der Ausbau eines großen Teiles des Glasfasernetzes staatlich finanziert. Die sogenannte letzte Meile von Knotenpunkten bis zu den Häusern der Menschen überließ man dem freien Wettbewerb. In Schweden wurde das Breitbandnetz kommunal und teils durch wirtschaftliche Akteure aufgebaut und ist offen für Wettbewerber zugänglich. Heißt, wer das Glasfasernetz baut, stellt es auch anderen Wettbewerbern zur Verfügung. Wo keine Firma Glasfaser verlegen will, springt die Regierung ein. Auch wurde hier viel besser geplant. Die Stadt Stockholm hat schon 1994 begonnen, einen Glasfaserring zu verlegen. Währenddessen gibt es bis heute in keiner einzigen deutschen Großstadt flächendeckend Glasfaser. Dass das mobile Internet so schlecht ist, liegt ebenfalls am Glasfasermangel. Ohne Glasfaser sind auch die Mobilfunkstationen schlecht dran. In Südkorea, dem Land, was in Sachen Internet wirklich alles besser macht als Deutschland, gab es schon früh Programme, die zum Ziel hatten, die Menschen an das Internet heranzuführen. Eltern wurde zum Beispiel bewusst gemacht, dass ein schneller Internetzugang bald essentiell sein wird für die Bildung ihrer Kinder. So schafft man Bedarf, das fördert den Wettbewerb, das wiederum fördert den Ausbau. Der Mangel an Bedarf, den die Bundesnetzagentur hier also erkennt, ist einfach nur ein weiterer Aspekt des politischen Versagens. In Deutschland gibt es 11 Millionen Menschen, die das Internet kaum bis gar nicht nutzen. Argumente wie Gigabit-Speed, das braucht doch keiner, sind arrogant und kurzsichtig. Es gibt zwar Trends, in denen Daten besser komprimiert werden und so Datenvolumen gespart wird, aber gleichzeitig ist klar, dass die Datenmengen insgesamt immer gewaltiger werden. Das Internet der Dinge, Virtual Reality und Augmented Reality sind nur drei Aspekte der nahen Zukunft, die High-Speed-Internet-Verbindungen benötigen werden. Auch muss man sich darüber im Klaren sein, dass Glasfaser zukunftssicher ist. Es ist nur sehr schwer abzusehen, in welche Richtung sich unsere digitale Welt entwickeln wird und was für Datenströme bald Teil unseres Alltags werden. Glasfaser ist eine Absicherung. Nehmen wir David und mich kurz als Beispiel. Wir haben hier in den Niederlanden eine 500.000er Glasfaserleitung, die uns ermöglicht, auch mit riesigen Dateien, die wir aus einer Cloud streamen, zu arbeiten. Wenn ein Junge auf dem Land in Deutschland in einer Weise arbeiten will wie wir, kann er das einfach nicht. Er wird minutenlang, teils stundenlang auf Dateien warten müssen und alles wäre unerträglich langsam. Startups bilden sich dort, wo das Internet gut ist und sie bilden sich in der Küche und im Wohnzimmer. Nicht nur Gewerbegebiete brauchen schnelles Internet. Zu guter Letzt gibt es eine Reihe an Studien, die nahelegen, dass unsere Nutzung von Google dazu führt, dass wir uns einige Informationen kaum noch merken, sondern eher, wo wir die jeweilige Information herhaben. Wir externalisieren unser Gedächtnis und verlagern es auf das Internet. So wird das Netz teils zu einem Kollektivgedächtnis für jeden, der Zugriff hat. Viele Menschen in Deutschland werden diesem Gedanken folgend durch langsames Internet auf Dauer sogar in ihrer Denkfähigkeit eingeschränkt. Sie können langsamer auf Informationen zugreifen und sie verarbeiten, als jemand mit schnellem Internet. Sie verlieren jedes Mal Zeit mit Prozessen, die bei anderen um einiges schneller ablaufen. Selbst wenn es sich nur um Sekunden handelt, sind es Sekunden, die sich rapide anhäufen. Die Zeit läuft. Cheers! Hey, wir hoffen wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da und schreibt uns wie immer in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema denkt. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, unterstützt uns sehr gerne bei Patreon. Videos wie diese sind super aufwendig und mit eurer Hilfe können wir mehr Arbeit in Recherche und Editing stecken. Für euren Support gibt es unter anderem Zugang zu unserem Discord-Server, eine Erwähnung in den Credits und sogar extra Content. Das Ganze fängt an bei nur ca. 80 Cent im Monat. Den Link findet ihr in der Beschreibung.